Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur nächsten Folge Mounted Blade Warband Napoleonic Wars. Wir sind im Line Battle mit dem 2. Leibregiment gegen das kaiserliche Heer und ich habe mir hier zwei YouTuber dazugeholt, die ebenfalls auch... Mike, grüß dich, Mike. Hallöchen, lieber. Spiel auf was. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Ich wäre schon gerade fast gejoint, muss mich gerade nochmal zurückhalten. Ja, das macht man schon regelmäßig so. Also, das versucht man immer. Und Tutnix, Offizier im kaiserlichen Heer, ist auch dabei. Grüß dich, Tutnix. Hallo, das war leider eine kleine Fehlinformation. Ich bin kein YouTuber, ich administriere heute nur und unterstütze euch als Co-Kommentator. Wunderbar. Dann ist der YouTuber, der sozusagen hier im Channel ist, außer mir, ist Mike. Den werde ich natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Ist ein Kanal, der sehr, sehr gute Videos, aufwendig geschnitten und wirklich gut gemachte Videos über das 2. Leibregiment und dessen Line-Battles bringt, aber auch übers Training mal einen Einblick zeigt. Da kann ich euch die Videos nur empfehlen. Schaut einfach mal vorbei. Und wie fandst du die erste Runde, Hülo? Ich fand sie wirklich gut, vor allem weil es auch wirklich knapp war. Ich finde, das kaiserliche Heer hat einen guten Angriff bekommen mit den Kürassieren auf die feindliche Infanterie. Aber den Artilleriekampf hatte ja das 2. Leibregiment schon gewonnen. Und dann hat die Kavallerie es nochmal rausgerissen. Das war zumindest so mein Eindruck. Und die Jäger haben sich auch sehr passabel geschlagen. Haben nur am Anfang ein bisschen was verloren gegen die Kavallerie eben. Bisschen mehr, als hätte sein müssen. Aber gut, da kann man Jägern gegen Kürassiere auch nicht so den Vorwurf machen. Ja, vor allem sind wir unsere gesamten Kavalleristen hineingecharged. Nicht nur die Kürassiere, sondern auch die Feldjäger zu Pferd, die vorher auch noch reingeschossen haben. Und das Husaren-Eskadron der ungarischen Insurrektion. Oh, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbrechen muss, aber jetzt kommen wir erstmal zur taktischen Karteneinweisung. Also wir haben hier sehr viel Wald, das heißt die Kavalleristen beider Teams können jetzt sehr gut ausrücken, ohne gesehen zu werden. Natürlich schwierig hier für die Artillerie und für die Infanterie und Jäger, da diese blitzartig zu erkennen. Also die können hier richtig gut arbeiten, ne? Zumindest das KK mit ihren drei Bataillonen von Kavallerie, die müssten einfach jetzt losreiten, die müssten die Aktion setzen, sofort die Map-Kontrolle an sich reichen, rechts und links über die Karte gehen, immer wieder kleine Stoßangriffe machen, um den Gegner zuzusetzen. Warten dürfen sie jetzt rein theoretisch nicht, dann haben sie ihre Chance vertan. Sobald die Jäger mit der Kavallerie und der Infanterie ausrückt und die Artillerie ihr Feuer aufnimmt, war es das. Also die müssen jetzt schnell Aktionen setzen, bei so einer extrem bewaldeten Karte, weil hier kann man sie ausnutzen. Ja, ich muss an der Stelle auch noch etwas erwähnen. Wir haben jetzt die Nationen gewechselt für das 2. Leibregiment. Denn dieses spielt ja, wie erwähnt, mit der King's German Legion, einem international englischsprachigen Regiment, zusammen, um ihre Reihen denen des kaiserlichen Heers anzupassen. Und damit auch dieses auf seine Kosten kommt, haben wir das Vereinte Königreich als Seite eingestellt. Und ich muss sagen, es ist, glaube ich, egal, in welchen Farben ihr hier steht, ihr seht immer prachtvoll aus. Das seht ihr aber auch, so ist es nicht. Aber das 2. Leibregiment müsste rein theoretisch jetzt nach vorne gehen. Die Kavallerie versucht jetzt über die linke Flanke, versuchen die ersten Aktionen zu setzen. Zumindest sieht es so aus, dass er jetzt versucht, die Flanke aufzureißen, um die Linien oder zumindest die Formation der KK zu sprengen, um sie auseinanderzuziehen. Und dann sollte sich eigentlich die Jäger plus der Infanterie nach vorne bewegen, um die Map-Control an sich zu bringen. Aber es bleibt noch ein bisschen auf Position. Ne? Sie sollten nicht so lange warten jetzt. Kleiner Fakt am Rande. Kleiner Fakt am Rande wollte ich nur sagen, das Balancing hat sich ein bisschen verschoben. Wir haben jetzt ein paar mehr Leute auf Seiten Österreichs, allerdings noch nicht gravierend. Ja, wir haben auch einen Balance plus 5 angesetzt, weil ja jetzt ist es plus 6. Wenn es jetzt noch einer mehr wird, dann werde ich noch was sagen, weil da ist jetzt ein Toter reingejoint, da ist das jetzt noch nicht so gravierend bei uns. Aber wenn das sich so hält beim kaiserlichen Heer, müssen wir dem Balance gerecht werden und runterschrauben. Extrem offensive Aufstellungen der Artillerie des kaiserlichen Heers, kann man hier sagen, die jetzt auch schon getroffen werden von den Jägern, weil sie eben so weit vorne stehen. Auf der anderen Seite, großer Vorteil, sie stehen aufgesplittet und das bedeutet, die gegnerische Artillerie muss sich eben entscheiden, wo sie hinschießt, der kaiserliche Heer weiß, wo sie hinschießen müssen. Also jetzt sollte zumindest, entschuldige, tut nichts, aber das muss ich noch kurz erwähnen, die Artillerie sollte zumindest, also mindestens die Jäger sollten den Whisper an unsere Artillerie weitergeben, also 2. Leibregiment-Arti, dass die alle dahinter stehen. Die sollten sie eigentlich sehen und wenn sie das Feuer jetzt ins Zentrum eröffnen, des 2. Leibregiments, die Artillerie, dann sollte auch dann einige Verluste schon zu sehen sein beim KK. Die sollten alle jetzt dazusetzen, denke ich. Ebenfalls wichtig ist zu sagen, vielleicht, dass hier... Ja, da hat Wolle jetzt gut getroffen. Ist zu sagen, dass ihr vielleicht mit eurer Infanterie nicht so... Oder? Können die vielleicht gerade ganz knapp von der Artillerie nicht gesehen werden, aber
Wenn, dann ist die Infanterie Schulung. Auch tot. So werden unsere Kann nicht getroffen geschult. Werden an der Stelle. Also ja. Die stehen ja, genau richtig. Also es sieht sehr gut aus, deshalb. Ihr habt auch die längere Offizierserfahrung als ich. Also eigentlich nur Offizierserfahrung. Ich bin ja nur in der Verwaltung untergeordnet. Man darf nicht unterscheiden, man darf, mal, liebe Zuhörer, es ist ja so, wenn man aus dem Spec sieht, das sieht man ja natürlich keine, nicht unbedingt immer die extremen Hügelunterschiede, das hat aber PP, ne? Das ist logisch. Aber wenn man jetzt schon mal reingeht in die Linie, dann sieht man natürlich diese Hügel, diese Unterschiede, dass das zum Beispiel die Artillerie des KKs, die gar nicht sehen kann, genauso wie die Jäger, die auch ausnützen, diese Map-Unterschiede, diese Hügelunterschiede. Und genau das macht halt dieses Line Battle aus, zu wissen, wo kann ich jetzt vorbeilaufen, wo kann ich angreifen, welchen Hügel kann ich benutzen, um den Gegner zu sticheln oder zu ärgern oder sogar zu vernichten. Das ist immer so eine Sache. Gleichzeitig ist ein Kavalleriekampf jetzt an der linken Flanke des 2. Leibregiments in Brand. Wirklich heftiger Kavalleriekampf, der, muss man sagen, zugunsten des 2. Leibregiments ausgegangen ist. Die haben jetzt das Verhältnis an Toten und Lebenden deutlich verschieben können. Und die Artillerie Wohleits hat bisher auch schon ganz gut getroffen. Er trifft sehr beständig bisher. Eine Artillerie ist jetzt auf einen Mann reduziert. Und die andere ist komplett down. Ja, ihr seid heute in Topform. Das 2. Leibregiment ist ja auch nicht gerade unbekannt dafür, ein Team zu spielen. Denn ihr, und da ist auch der letzte Artillerist des Kaiserlichen Heers flöten gegangen, glaube ich. Ja. Also die Kavallerie sollte vom KK jetzt in einem Voll... wäre mein Tipp jetzt, zumindest unsere Kavallerie mit einer Einheit, also mit einer Kavallerie zu binden und mit der Rest versuchen, die Arti von uns zu schnappen. Das wäre jetzt die Lösung. Das Warten hier hinten auf der rechten Flanke dauert einfach zu lange. Die hätten schon längst Durchbruch probieren können, denke ich, oder? Wie siehst du das, Pilo? Ich sehe das sehr ähnlich. Also eigentlich muss die Artillerie des 2. Leibregiments fallen. Ansonsten hat das Kaiserliche Heer kaum noch Möglichkeiten, denn es sieht bisher nicht so aus, als ob sie auf den Fernkampf wirklich das Match drehen könnten. Das bedeutet, sie würden nach und nach gegen und die Jäger des 2. Leibregiments einfach... Und sie da könnten kommt schon zumindest der nicht drehen. Artillerie, glaube ich. Die Homburger Kürassiere, also das Eskadron des Kaiserlichen Heers, ist wohl auf dem Weg dorthin. Oder sollte ich eine kleine Linie, wenn ich das richtig sehe? Jetzt kommt es darauf an, dass gleich der Whisper ertönt, dass die Kavallerie des 2. Leibregiments zurückkommt mit der KGL und zu unterstützen. Aber ich glaube, die haben den schon abgedreht, oder? Kann das sein? Unsere Leute wollten gerade wohl eure Jäger flankieren, aber die haben sich auch gleich zurückgezogen. Jetzt hätte unsere linke Flanke eigentlich pushen müssen. Also vielleicht weiter nach vorne, obwohl wir versuchen, also unsere Österreich versucht wohl gerade sehr defensiv an diesem Hof sich zu halten. Ja, der Hof sah auch zunächst wie eine sehr gute Position aus. Jetzt wird dem Kaiserlichen Heer diese exponierte Lage ein bisschen zum Verhängnis, muss man sagen, denn die Artillerie des 2. Leibregiments hat da eben wunderbar draufschießen können. Und jetzt machen sie es schon richtig, dass sie versuchen, den Feind mit der Kavallerie auseinanderzuziehen, aber wir sehen eben auch, dass das 2. Leibregiment sich da nicht linken lässt und sehr mobil bleibt mit der Kavallerie, überall jederzeit einsatzbereit, dass auch die Jäger sehr vorsichtig sind. Jetzt kommt es, glaube ich, zum Angriff, aber da ist die ganze Kavallerie da. Oh ja, aber unsere Kürassiere gehen auch direkt rein und ich sehe da gerade nur grün für Österreich im Chat und jetzt wechselt es wohl. Ich glaube, das war wieder dieser Schockmoment und dann fängt es sich. Das war der Schock. Ich würde prognostizieren, dass das zugunsten des 2. Leibregiments ausgeht, denn die haben Infanteristen am Boden und mehr Kavallerie. Wenn ich das richtig sehe. Ich würde unsere... Nee, das geht so nicht. Unsere Truppen laufen wellenweise rein, erst die Kavallerie und dann wird die Infanterie Stück für Stück zersägt. Die Infanterie müsste vielleicht beschrecken und dann die Infanterie währenddessen vorrücken. Ja, die Infanterie ist viel zu weit weg, um hier noch zu unterstützen zu können. Dann ist die Sache nämlich erledigt. Also vielleicht ein extrem, also besseres Zusammenbleiben wäre vielleicht in diesem Falle besser. Ja, wie gesagt, das 2. Leibregiment ist darauf trainiert, mit dem gesamten Bataillon und mit den gesamten Linien oder mit allen Bataillonen anzugreifen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das funktioniert immer sehr gut und das gleichzeitige Vorrücken funktioniert auch sehr gut. Ja, da hat jetzt die KK, was das betrifft, einen kleinen Nachteil, weil ihre Infanterie und ihre Leichten stehen auch sehr, sehr weit hinten, indem ihre Kürassiere und ihre Kavallerie schon ziemlich stark aufgerieben worden sind. Vorhin gab es eine sehr gute Salve des Kaiserlichen Heers. Sie haben da wirklich führende Offiziere weggeschossen. Sehr gut. Aber wir sehen hier jetzt auch, dass dadurch, dass die Infanterie des Kaiserlichen Heers zur Unterstützung hinzukommen wollte, sie sich wiederum auf freies Feld begeben mussten und jetzt von der Artillerie wieder aufs Korn genommen werden. Ganz schwierig, würde sagen, insgesamt ist der Trade jetzt wieder zu Ungunsten des Kaiserlichen Heers ausgegangen, weil die Kavallerie ja letztlich head-on einfach rein ist.
die Infanterie und, nicht richtig Kavallerie nachkonnte. Und Kavallerie charged gerade leichte Infanterie von uns. Und das ist Restevernichtung, genau. Das, ja, was heißt Reste? Das war eine ganze Linie, die ist komplett zerstört. Ja gut, aber die waren weniger als die Kavallerie, die angegriffen hatten. Da kann man ja dann nicht erwarten. Auf jeden Fall. Also das ist dann jetzt klar. Das wird jetzt aufgerollt, das Feld. Wenn die sich nicht vollkommen neu strukturieren, wird das jetzt sehr schnell aufgerollt. Oh, die KK-Jäger ziehen sich glücklicherweise zurück, aber werden jetzt gekascht. Natürlich haben sie natürlich den Vorteil, den Zaun noch auf der linken Flanke, aber trotzdem wird es schwierig für die Jäger, sich da zu wehren. Ich glaube, die Runde ist schon verloren. Also ich sehe nicht, dass 20 noch gegen 48 drehen, vor allem nicht gegen so viel Kavallerie mit. Nee, das sehe ich wirklich nicht. Das sind zu vereinzelte, wenn sie sich vielleicht alle auf einem Fleck sammeln und auf den Angriff warten. Deswegen, ja, das wird jetzt aufgerollt. Das, gemeinsames so Vorrücken wäre besser für die KK jetzt, die nächste Runde. Und gemeinsames Vorrücken wäre das Effektivste. Ne? Dieses einzelne Vorrücke ist schwierig. Wenn ihr angreift, wenn das KK angreifen sollte, auf der rechten und linken Flanke, muss sie gemeinsam zusammen mit der Infanterie und in ihrer Leichten zusammen reingehen. Ein einzelner Vorschuss gegen das zweite Leibregiment ist immer zwecklos, weil sich die Bataillone sehr schnell unterstützen natürlich und die Vespa sehr aktiv halten. Das ist immer eine ganz wichtige Sache. Müsstest du ja noch kennen, Pilo, ne, von früher. Ja, natürlich. Wir sehen jetzt eben, wie gnadenlos ein so ein Verzweiflungscharge, der ja vielleicht gut gemeint war, wie gnadenlos der sich jetzt rächt, dadurch, dass das Feld eben vollkommen aufgerollt wird und der Feind nicht mehr organisiert gemeinsam gegen die Kräfte vorgehen kann. So geht das Spiel ganz schnell vorbei und man muss sagen, die zweite Runde war doch sehr schnell. Und ja, es tut mir leid, dass ich sozusagen so kurz nur dabei war, denn bei der dritten Runde wollte ich bei der Kavallerie mitspielen. Das macht uns natürlich traurig. Also mich auf jeden Fall. Es ist ein dynamisches Bio. Mich doch auch. Ja, das stimmt schon. Vielleicht bin ich ja in der vierten wieder da. Ich hoffe, es wird eine vierte geben, denn geplant waren drei offizielle Runden und vielleicht machen wir noch Fun Rounds. Ich hoffe darauf, dass die Leute dazu Lust haben. Mhm. Das heißt, wir können jetzt schon festhalten, insgesamt geht der Sieg heute ans zweite Leibregiment. Wohl ja, wenn der eine jetzt hier nicht hat sich erledigt. Hätte er ja noch alle 45 gemacht, dann, ne? Ja. Aber ist kein Problem. Also ich persönlich kann mich damit abfinden, gegen euch zu verlieren, denn habt ihr eigentlich verdient hier. Ja, wir sind das Zusammenspiel immer sehr aktiv, also dementsprechend sollte das auch mit Siegen honoriert werden. Wie gesagt, ein sehr starkes Light-Battle-Regiment, ne? Dafür haben wir unsere Schwierigkeiten bei 1 versus 1, aber da seid ihr natürlich dann wieder besser, ne? Man hat es gesehen, bei der Feder der Romanovs oder 10WL, ihr habt euch ja sehr, sehr gut geschlagen, ne? Hauptmann Jackson, wo ich damals noch in der Infanterie gewesen bin, wie anstrengend das für mich war, da überhaupt Land zu sehen. Und dann bei der 10WL wohl reihenweise die ganzen Kavalleristen weggemacht habt mit euren Kürassieren. Das war einfach schön anzusehen auch, das darf man nicht vergessen. Ich seid da halt im 1 zu 1 besser als wir im Moment. Ich muss an der Stelle die Folge beenden, damit ich noch zur Kavallerie kommen kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitkommentieren werde Mike an der Stelle verlinken. Und vielen Dank für die Organisation, natürlich tut nichts. Wir sehen uns dann bestimmt nochmal nach dem Line-Battle. Ciao, liebe Zuschauer. Ich reset gleich für dich. Bis zum nächsten Video.